Konkret auf TeleZ wird Ihnen präsentiert von Domo Reisen. domo-reisen.ch. Zwei neue Bundesrätinnen, ein Ja aber zu den EU-Ostmilliarden, ein Nein zum UNO-Migrationspakt und ganz einen Haufen rote Linien beim EU-Rahmenabkommen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zum Konkret zu der Wintersession. Der Bundesrat in neuer Zusammensetzung bietet hoffentlich die Chance für Lösungen in diesen heiklen Fragen, die schlussendlich auch eine Mehrheit im Parlament findet. Ein Haufen Dossiers, die festgefahren sind, und endlich einen Entscheid brauchen. Weil, das hat das Bankgeheimnis und zuletzt auch die Unternehmenssteuer gezeigt, die Chancen, dass wir in 5 oder sogar 10 Jahren etwas Besseres verhandeln können, sind sehr klein. Über das diskutieren wir diese Woche. Herzlich willkommen bei den Zürcher Ständeräten Rudi Noser und Daniel Josic. Grüezi miteinander. Grüezi. Wir bleiben gerade zuerst bei dieser schon ein bisschen denkwürdigen Bundesratswahl. Zwei Frauen im ersten Wahlgang, ohne Spiele, ohne Sprengkandidaten in letzter Minute. Da hat das Parlament auch ein Zeichen gesetzt. Ich weiss nicht, ob das Parlament ein Zeichen gesetzt hat. Ich glaube, es ist einfach relativ klar gewesen, dass man einerseits nicht überlegt hat, jemanden zu wählen außerhalb des Tickets. Ich bin sonst eigentlich nicht so ein Befürworter von diesen Tickets, weil ich finde, ein Ticket ist gut, das ist ein Vorschlag von der Fraktion, die jemanden aufstellt, aber wir müssen schon auch noch ein bisschen auf die Qualität schauen. Das war nicht notwendig gewesen, weil man gute, valable Kandidatinnen und auch einen Kandidat hatte, der auch in Frage gekommen wäre. Erstens. Und zweitens, weil es relativ klar war und in der Konstellation der jeweiligen Partei, wer Präferenz hat. Und von dem her ist es relativ früh klar gewesen, in welche Richtung das geht. So klar und deutlich im ersten Wahlgang, das hat man doch bei allen Spekulationen so dann doch nicht erwartet. Ja, ich habe sogar darauf gewettet, weil ich glaube, die haben wollen, eine Person wählen, sie waren immer sicher gewesen, also für Amherd und ich glaube, Karin Kellensuth waren immer gesetzt gewesen. Und die nicht sicher waren, haben eher bei einem anderen Spiel gemacht. Und damit ist klar, dass du im ersten Wahlgang absolut mehr machst, wenn die für die Mehrheit sind, keine Spiele machen. Was mich erstaunt hat, war eigentlich, dass man außerhalb des Parlaments eben die Frauengeschichte so abgefeiert hat. Ich glaube, im Parlament haben wir einfach die zwei Besten gewählt. Und das war einfach für Amherd und für Kellensuth. Aber ob das jetzt Frau oder Mann sind, hat in meiner Wahrnehmung nicht so eine Rolle gespielt. Ich habe einfach wirklich gestaunt, wie das in der Öffentlichkeit anscheinend wichtig war, dass es zwei Frauen sind. Ich glaube, wir haben die zwei Besten gewählt und das sind jetzt per Zufall zwei Frauen gewesen. Gut, also über die Frauenfrage diskutieren wir jetzt nicht mehr. Aber jetzt ist ja mittlerweile auch die Departementsverteilung bekannt. Lassen Sie uns mal ein bisschen teilhaben an dieser ganzen Geschichte von Parteiinteressen und wie viel schlussendlich dann die Partei gleich Einfluss kann nehmen auf so eine Departementsverteilung und wie viel dann wirklich der Bundesrat selber macht? Also ich kann es nur aus unserer Fraktion sagen, da ist die Einflussnahme sehr beschränkt, weil die Bundesrat entscheidet das mehr oder weniger allein. Und natürlich gibt es ein gewisses Interesse an Parteien, an gewissen Schlüsseldepartementen. Aber durchsetzen kann man sie ja dann eigentlich nur mit einerseits Anciennität, andererseits mit Mehrheiten. Und von dem her, glaube ich, hat es jetzt da nicht wahnsinniges Interesse gegeben. Was sich natürlich gezeigt hat, das ist einfach in der Konstellation, glaube ich, von der CVP, das ist das Einzige, was vielleicht aufgefallen ist. Die CVP hat auf der einen Seite die zweitjüngste quasi gehabt, jetzt von der Wahl her, die zweitjüngste. Einerseits und halt keine Alliierten, keine bisherigen Alliierten. Und das merkt man wahrscheinlich dann in so einer Situation, weil die anderen sind halt eingebunden. Oder? Die anderen sind das Zweite dort, haben schon gewisse Allianzen im Bundesrat. Und da zeigt sich jetzt, dass wahrscheinlich der CVP vielleicht jetzt am unglücklichsten, nicht wegen dem VBS, ich bin ein grosser Fan vom VBS, bin selber in der Sicherheitspolitischen Kommission, aber für die Frau Amherd und für die CVP ist es jetzt wahrscheinlich nicht so optimal. Ich habe es eingangs gesagt, die neue Zusammensetzung jetzt. Wie schätzen Sie das ein, dass der Bundesrat A
selber unter sich, aber auch mit dem Parlament, sagen Sie mal, besser funktioniert als bisher, effizienter funktioniert? Oder ist das mehr so einfach ein bisschen ein Wunschtraum? Gut, das Gremium muss sich jetzt finden. Ich glaube, in der Legislatur hat bis jetzt der Bundesrat nicht wirklich die durchschlagenden Lösungen präsentiert. Sie haben meistens als Departementsvorsteher gehandelt und nicht als Gesamtbundesrat. Sie haben nicht probiert, als sieben Lösungen auf den Tisch zu legen, sei es bei der AfD, sei es bei den Steuern, sondern man hat das eigentlich immer schön vornehmen, Departementsvorsteher. Ich glaube, wenn ich mir etwas wünschen würde, wäre ich mir, dass der Gesamtbundesrat Lösung für die Landschaft und nicht einfach nur Departementsvertreter ist. Ich glaube, das müsste meine Ansicht in erster Linie ändern. Dann würde es vermutlich besser gehen. Das heisst, es ist nicht so, dass ein Bundesrat eine Abstimmung gewinnt oder verliert. Es ist der Gesamtbundesrat, der eine Abstimmung gewinnt und verliert. Und auch der Gesamtbundesrat muss mit der Meinung vom Gesamtbundesrat zusammenstehen und nicht einfach den vornehmenden Departementsvorsteher schicken. Also ich glaube, das wäre ganz wichtig, dass man das wieder ändert, dass man wirklich sagt, wir haben sieben Bundesräte gewählt und wer welches Departement übernimmt, müsste fast nebensächlich sein. Und die müssen miteinander arbeiten und miteinander Lösungen vorlegen. Und die neue Zusammensetzung bietet eine neue Chance? Ja gut, wenn man personelle Konstellationen aufbaut, ist das immer eine neue Chance. Da würde ich jetzt denen auch 100 Tage geben, um zu schauen, wie sie die Chance nutzen. Also ich finde es nicht gut, dass man den einen oder anderen Departementsvorsteher jetzt schon kritisiert, bevor er überhaupt eine Chance hat, zu beweisen, was er leisten kann. Ich würde jetzt auch eine gewisse Zeit laufen lassen und schauen, wie sich der Bundesrat wirklich miteinander organisiert. Gut, Gump, wir wären beim ersten grossen Brocken. 4,5 Jahre hat man nicht verhandelt, dann doch verhandelt. Mitten in der Session hat der Bundesrat das EU-Rahmenabkommen veröffentlicht und dann sind die Aufschrei von links bis rechts gegangen und sofort sind die roten Linien markiert worden, Daniel Josic. Und dann dürfte es doch schwer sein für den Bundesrat, da irgendwo Mehrheiten zu finden für das Rahmenabkommen. Ja, aber ich glaube, die Taktik ist falsch. Ganz klar, weil oder, die Konstellation ist ja bekannt. Wir haben 4 Bundesratsparteien. Und wenn man ein Rahmenabkommen machen will, muss man 3 haben. Und dadurch, dass sich eine, nämlich die Grösste, die SVP, eigentlich aus dem Prozess verabschiedet hat, weil sie kategorisch zu allem Nein sagt, bleiben die anderen 3. Und die haben jetzt herausgefunden, dass jeder von denen damit faktisch das Veto hat. Also wenn er kommt und sagt, stopp, das sind meine roten Linien, ohne das mache ich nicht mit, dann weiss er genau, dass die anderen blockiert sind und schlussendlich wieder ins Boot holen müssen. Wenn das alle 3 machen, kommen wir nicht weiter. Und darum ist die Taktik, glaube ich, die der Bundesrat hat, nämlich zu sagen, wir schauen, dass alle zufrieden sind und ihre roten Linien quasi erfüllt sind und nachher gehen wir dann ins Parlament und ins Volk, ist falsch. Man muss es umgekehrt machen. Man muss den Prozess forcieren mit dem Rahmenabkommen ins Parlament und die einzelnen Parteien in die Situation hineinzuzwingen, zu sagen, und jetzt könnt ihr entscheiden, ob ihr mit der SVP zusammen das Rahmenabkommen bekämpfen oder ob ihr nicht gleich reinkommt. Das heisst, den Druck muss man verlagern auf die roten Linien setzen und nicht auf den Bundesrat. Weil der Bundesrat ist in all diesen roten Linien mittlerweile unbeweglich. Und darum glaube ich, radikal Strategie ändern. Und da muss man vorwärts gehen. Viel mehr als einen Scherbenhaufen kann man nicht produzieren, weil den haben wir schon. Und ich habe gesagt, das Rahmenabkommen im jetzigen Zeitpunkt, das ist für mich wie ein Koma-Patient an der Herz-Lungen-Maschine und es getraut sich einfach niemand, die Herz-Lungen-Maschine abzustellen. Aber wenn wir daraus etwas machen wollen, dann müssen wir die Strategie ändern, weil so kommen wir nicht weiter. Gut, also das ist eine radikale Forderung. Nichtsdestotrotz, wenn wir nachher noch 2-3 Punkte, die so vor allem... So radikal ist sie gar nicht. Ja, ich sage nur, das Parlament soll darüber verhandeln gut. Und das Volk entscheiden. Also, aber wir werden gleich noch die 2-3 wichtigsten Aspekte nachher anschauen, Rudi Noser. Aber das Rahmenabkommen, Daniel Josic hat gesagt, spaltet die Parteien, weil sie ja überall gemerkt haben, hey, ich habe ein Vetorecht, spaltet aber auch die Wirtschaft und wirft einen Graben zwischen der Industrie und Gewerbe. Also zuerst muss man jetzt mal sagen, dass ich das Rahmenabkommen viele Leute gar nicht kennen. Also ich kenne es noch nicht, weil die deutsche Übersetzung kommt am 2. Januar raus und dann möchte ich dann das zuerst mal lesen. Bis jetzt hat der Bundesrat viel verhandelt und hat auch viele Ausnahmen behandelt. Ich glaube, das muss man zuerst mal wirklich als Ganzes anschauen. Das ist die erste Bemerkung. Die zweite Bemerkung ist, dass, naja, das tun wir jetzt im Sessionsbrief so schreiben. Es geht ja nicht nur darum, ja oder nein zu sagen zum Rahmenabkommen, sondern man muss ja nachher auch diskutieren, was ist denn nachher, oder? Es ist ja nicht so, dass man einfach Ja oder Nein sagen kann und das ist das Thema vom Tisch, sondern man hat ja
mehrere Optionen, wie es nachher weitergehen kann. Man muss überlegen, welches ist die wenig schlecht oder welches ist die beste oder was auch immer. Und damit wirst du nie kennen, ein Ja oder Nein sagen. Es wird nicht erledigt sein mit dem Ja oder Nein. Damit wäre ich eben froh, der Bundesrat würde eine andere Diskussion führen, wo man sich eben auch bewusst ist, zu was kann man alles Ja oder Nein sagen. Und vielleicht ist das Rahmenabkommen die wenig schlechteste Variante oder ist die beste Variante. Über das muss man sich eine Meinung kennenbilden, wo man noch muss anschauen muss. Wenn man sieht, was man diskutiert inhaltlich, dann habe ich echt den Eindruck, man kann Lösungen finden bei den Sachen, die man inhaltlich diskutiert. Was mir mehr ein bisschen aufliegt, ist, dass man keine Meistbegünstigungsklausel drin hat. Also wenn die Schweiz schon so ein institutionelles Abkommen macht, dann müsste also auch drinnen stehen, dass wenn die EU mit einem Drittstaat etwas abmacht, dass sie das der Schweiz auch anbieten muss. Weil wir machen ja so ein Rahmenabkommen, oder? Das wäre für mich mehr wichtig, dass man Meistbegünstigungsklausel drin hat und dass man als Zweites wirklich drin hat, dass man sagt, Problem können wir freundschaftlich lösen. Also das hohe Hickhack, das mich an ein Kind im Sandkasten erinnert, das muss vom Tisch. Ich glaube, man muss wirklich also auf die Idee kommen. Wir reden jetzt vom Schiedsgericht, wo man die institutionalisieren oder von was ja, reden wir da? Einfach, nein, man redet nicht vom Schiedsgericht, man redet von den Problemen, die man gar nicht in den Verträgen hat. Oder? Ist ja fast ein bisschen, eben, ist fast eine Sandhaufen-Thematik. Also wenn du meine Sandburg kaputt machst, mache ich deine Sandburg kaputt. Das ist echt die dümmste Art und Weise, wie man miteinander kommt und diskutiert. Man würde besser sagen, hört, wir sind kulturell verbunden, wir sind mitten in Europa, mit Europa. Wir sind vermutlich das Land, das einfach mal automatisch am nächsten ist von Europa. Und das tun wir einfach freundschaftlich miteinander lösen. Ich glaube, der Mut muss da sein. Wenn der nicht da ist, glaube ich, kannst du auch keinen Vertrag machen. Und das müssen wir wirklich gegenseitig sauber sagen. Auch von uns aus. Wir können die EU nicht immer als Bösewicht herstellen. Und auf der anderen Seite hat es vermutlich keinen Sinn, zu sagen, wenn die Schweiz nicht mitmacht, dann macht Luxemburg nicht mit oder Belgien. Die brauchen zum Teil intern auch die Schweiz als Erpressungsübung brauchen. Auch das muss aufhören, oder? Also man kann nicht sagen, in der EU 27, als Luxemburg und Belgien sagt, wie es zum Teil vorkommt, bei den Steuern und so. Wir machen nur mit, wenn die Schweiz auch mitmacht, oder? Weil damit tut man etwas EU-intern exterritorialisieren. Die Schweiz ist nicht ganz so wichtig, dass man so sagen kann. Dort braucht es ein paar freundschaftliche Abmachungen dazu. Und dann hat man eine Basis, man kann vermutlich miteinander arbeiten. Gut, also jetzt von außen geschaut, oder? Dann heisst es wieder weiterverhandeln und so nicht. Und verhandeln tun wir schon lange und nebendurch läuft die EU und nebendurch werden die Probleme nicht kleiner. Also so von außen gesehen, für alle die jetzt da nicht so im Prozess eingebunden sind, ja, reden ist gut, aber passiert tut wegen dem nicht mehr und nicht weniger. Nein, und in so einer Situation verhandeln. Also wenn man in so einer Situation verhandelt, das weiss eigentlich, das weiss man ja immer, wenn man in so einer Situation ist. Im Verhandeln muss man eine gewisse Stärke haben. Und beim Verhandeln muss man auch ein paar Karten haben, die der Gegner noch nicht kennt. Also wenn der genau weiss, wo meine schwachen Punkte sind und wo ich nicht weiterkomme, dann bringt das nichts. Und wir haben unseren eigenen Bundesrat mit unserer roten Linie in eine Position gebracht, wo der gar nicht mehr handlungsfähig ist. Weil er gar keinen Spielraum mehr hat. Ja, natürlich. Oder? Der Spielraum ist unter Null. Also theoretisch kann überhaupt nichts mehr machen. Und auf der anderen Seite, wenn der Bundesrat nicht eine Führungsposition übernimmt in diesem Prozess, weil das ist die Regierung, das kann das Parlament letztlich nicht machen. Und das ist das, was der Rudi Nose zu Recht angesprochen hat. Der Bundesrat in dieser Legislatur neigt ein bisschen dazu, uns ein paar nette Projekte zuzuspielen und zu sagen, jetzt könnt ihr es lösen, oder? Und wenn man schaut, AHV, also Altersreform beispielsweise, Unternehmenssteuer beispielsweise, oder jetzt eben Europa, ist schlussendlich muss immer aus dem Parlament aus der Lösung kommen. Das ist nicht die Idee vom Parlament. Da muss eine Regierung einen gewissen Lead übernehmen. Und ich erhoffe mir eigentlich sehr stark, und ich glaube, da kommen wir vielleicht wieder an den Anfang zurück, was mich bewogen hat, Karin Keller-Sutter und Viola Amherd zu wählen, ist, dass das zwei Personen sind, wo ich den Eindruck habe, die das Ziel verfolgen können, die eine gewisse Geradlinigkeit haben, die eine gewisse Beständigkeit haben und sich ein bisschen durchsetzen können. Und ich erwarte eigentlich von beiden, dass die im zukünftigen Bundesrat die Führungsrollen übernehmen. Jetzt im Vorfeld von der Selbstbestimmungsinitiative, oder, ist das Drohgebärde von diesen fremden Richter aufgebaut worden. So ganz vom Tisch ist es eigentlich nicht, weil das ist ja auch mit dem, was man so erzählt von der Übernahme von dem dynamischen EU-Recht, kommen auch wieder ein Stück weit fremde Richter und fremde Gesetzmäßigkeiten, die wir einfach zu übernehmen haben, die auch sich ganz einen Haufen sträuben, man aber bei gewissen Sachen gar nicht drum herum kommen. Nur irgendwie kommt das gar nie weiter. Also,
man hat ja jetzt gestern von Thomas Jordan von der Nationalbank Pressekonferenz gehabt und seine Votum ist, solange die EZB das macht, kann ich gar nichts anders machen. Also entweder bist du faktisch angebunden oder bist du de jure angebunden. Oder? Das hat er eigentlich gesagt. Das heisst, du hast ja sowieso einen Handlungsspielraum, der immer begrenzt ist, du den Partner auf der anderen Seite hast. Und jetzt kann man vermutlich freundschaftlich sagen, das regelt man freundschaftlich miteinander. Oder man kann sagen, nein, man muss eine gewisse Institutionalität in dieser Geschichte haben, um das zu lösen. Vermutlich musst du mit 27 Staaten stehst du vielleicht unter Umständen besser mit einer gewissen Institutionalität. Das könnte auch Schutz sein für die Schweiz. Die Frage ist, mehr kann man das auf einen, wirklich beschränken auf einen bestimmten Teil? Das ist das, was mich besonders interessiert im Abkommen. Also, ist der Acquis wirklich gut beschränkt? Ich glaube, das ist die wichtigste Frage, die man als Schweiz also, stellen muss. Er beschränkt sich schon mal nur auf 5 Abkommen, oder? Eben, das muss man schon im Detail genau anschauen. Oder? Sind Schlechtwetterentschädigungen auch marktverzehrend? Sind Kantonalbankengarantien marktverzehrend? Was hat man dort für Ausnahmen? Mhm. Ich glaube, das muss man schon alles anschauen. Weil es gibt auch Eigenheiten in der Schweiz. Mödeli, die uns lieb worden sind, sage ich jetzt einmal, oder? Und die kannst du nicht alle entsorgen. Das wird auch nicht funktionieren im Endeffekt. Ich glaube, man muss eine gewisse Eigenständigkeit haben. Aber auf der anderen Seite bist du auch darauf angewiesen, um wirklich dann in den Markt zuzugreifen. Ich glaube, das ist das, was man den Gewerkschaften muss sagen. Bevor man den Lohn kann schützen kann, muss man ihn zuerst verdienen, oder? Und ich glaube, es besteht ein gewisses Risiko, dass wenn du nicht mehr kannst, in den Markt liefern, dass du gar keine höhere Löhne mehr verteidigen musst. Nämlich gar keine mehr hast, oder? Das muss man ein bisschen anschauen, wie das aussieht. Und dann muss man sich eine Meinung bilden. Aber ich bin auch guter Mut, dass das Parlament auch da wieder die ein oder andere Lösungsvorschlag wird müssen auf den Tisch legen müssen. Also im Moment. Wenn wir gerade bei den Löhnen sind, also ich meine, eine grosse Angst, die auch hochgefahren wird, ist, dass der Arbeitsmarkt in der Schweiz an Flexibilität verliert mit so einem Rahmenabkommen. Einerseits wegen der Details, also wir können jetzt über Detail 4 oder 8 Tage diskutieren, aber grundsätzlich will dann halt schon auch die Übernahme da wäre von Entsende- und Anmeldepflichten aus der EU, die uns offenbar würde einschränken. Ja, bis zu einem gewissen Grad schon. Aber ich glaube, jetzt muss man wirklich ganz ehrlich sein und auch, ich sage jetzt mal, die ganze Diskussion so in eine erwachsenere Ebene hineinbringen. Und zwar im Moment diskutieren wir sehr stark, und zwar in den letzten 25 Jahren, auf der Schiene. Die einen sagen, die Europäische Union und die Bilateralen sind das Paradies. Und die anderen sagen, das ist die Hölle und da darf man unter gar keinen Umständen. Die Realität liegt in der Mitte. Oder man könnte das sagen, wie wenn man würde sagen, Dübendorf wird ab dem 1. Januar unabhängig. Selbstständiger Staat. Oder? Und jetzt ist die Frage, jetzt kann man kommen und sagen, jawohl, und der Staat kann völlig unabhängig sein, aber das bedeutet, es gibt keinen Strom vom Kanton Zürich, es gibt keinen Computer aus dem Ausland, sondern man kann dann ein bisschen Hötöpfel anbauen und irgendwie was man alles so ein bisschen machen kann, oder? Aber das wäre es dann. Und in dieser Situation ist die Schweiz eingebettet in die Europäische Union. Und jetzt kommen wir und sagen, okay, wir wollen Zugang zum Markt, wir wollen das alles haben. Also wie wenn dann Dübendorf sagt, nein, wir wollen gleich von allen alles beziehen, aber dann muss man Konzessionen eingehen. Aber mit diesen bilateralen Verträgen haben wir ziemlich maßgeschneiderte Lösungen einmal gehabt. Die haben sich vielleicht ein bisschen verändert und die EU hat sich verändert, aber ja, da eben, haben wir schon ziemlich Problem, gute Lösungen gehabt. Natürlich, das ist hervorragend, aber das ist wie wenn Sie eine Brücke auf eine schwimmende Insel machen. Oder? Das bewegt sich konstant und das Problem mit dem Bewegen ist, dass wir ja dann andauernd wieder in der Situation sind, dass wir sagen, jetzt hat es sich wieder verändert, jetzt müssen wir es wieder anpassen, jetzt kommt wieder ein Staat dazu, jetzt die wieder ihre Richtlinien ändern. Und das Einzige, was wir gesagt haben, und jetzt müssen wir noch geschwind die Geschichte anschauen. Die institutionellen Rahmen ursprünglich wollten, ist die Schweiz. Wir haben der Europäischen Union gesagt, das ist uns zu blöd, da immer alles müssen anpassen. Wir müssen das, weil es ist ja dann auch nicht vorhersehbar. Das ist auch ein Kritikpunkt, dass die Leute sagen, ja, da haben wir über etwas abgestimmt und nachher plötzlich heisst es wieder, jetzt ist es anders. Ja, es ist anders, weil das alles in Bewegung ist. Und darum, was wir da machen, das ist jetzt, das dürfte ich eigentlich gar nicht so sagen, weil es höchst provokativ ist. Aber es ist die Realität. Der bilaterale Weg ist von Anfang an bis zum heutigen Tag mit oder ohne institutionelles Abkommen nichts anderes als ein Beitritt leid.
Wir rennen neben dem fahrenden Zug her und tun das so, wie wenn man selbstständig entscheidet, wo wir durchrennen können. Aber letztlich ist einfach die Frage, wie nahe sind wir beim Zug. Und das ist unser Handlungsspielraum. Und wir können ganz unabhängig sein, aber dann müssen wir die wirtschaftlichen Konsequenzen haben. Und dann teile ich die Meinung von Rudi Noser, dann gibt es nicht mehr viele Löhne, die wir schützen können. Oder wir gehen Konzessionen ein und dann können wir diskutieren, wie viel. Aber es geht nicht darum, ist es besser oder schlechter oder gleich? Es ist anders und wir müssen uns überlegen, wie weit sind wir bereit, Konzessionen einzugehen für den Marktbeitritt, den wir haben. Also eigentlich die Unabhängigkeit, wo alle immer sagen, wir bleiben unabhängig von der EU, die haben wir schon lange nicht mehr. Nein, die haben wir doch, die haben wir schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Aber es hat ja schon noch etwas Zweites entwickelt. Ich glaube, darum tut sich die Schweiz Mühe, oder? Weil in den 80er, 90er Jahren sind die französischen, die deutschen und die italienischen Märkte aufgegangen, gegenseitig, und dort haben wir mitmachen. Und jetzt ist es so, dass sich die EU nach außen abschottet. Oder? Und wir sind außen. Das Problem ist eigentlich nicht, dass wir ein Problem hätten mit den bilateralen Verträgen, sondern das Problem ist, dass sich die EU Länder für die Aussengrenzen anfängt abschotten. Oder? Und das widerspricht einer offenen. Ja, wir sind eine, oder? Ja. Und das widerspricht einer offenen Volkswirtschaft. Oder? Während dem in den 90er Jahren ein Öffnungsprojekt war, zumindest vom Empfinden her, oder? Weil sich die Länder gegenseitig geöffnet haben. Und jetzt ist es eigentlich eher das nach außen zu machen. Also man macht immer mehr zu. Und das ist, glaube ich, schon in der Volksseele für uns schwierig, oder? Dass eigentlich den Leuten dann zu verkaufen und zu verstehen. Ich glaube, die auch. Und da wäre ich eben nicht genug Optimist. Man würde relativ schnell aus der EU feststellen, dass man sich gegenüber der Schweiz gar nicht so abschotten kann. Oder? Man muss, wenn man sich einfach mal Herd auf Herd vorstellen, die Schweiz wäre eine Insel, vertragsloser Zustand, dann ist es vermutlich relativ klar, wie dann der Zigarettenschmuggel organisiert wäre oder und so weiter und so fort. Das heisst, die Grenze wäre für die EU eigentlich ein riesiges Problem. Das ist viel besser, man ist integriert, aus EU-Sicht. Aber das ist, glaube ich, gewissen Leuten, insbesondere wenn sie ein bisschen weiter weg sind von der Schweiz, abhanden kommen, das Wissen. Ich glaube, das würde man, glaube ich, schon auch hinkriegen, dass man vernünftige Zustände bekäme, ohne dass man es immer so muss dramatisieren muss, aus meiner Warte. Wie sinnvoll schätzen Sie denn ein, dass man vor dem Hintergrund, dass man dann ja, in nächster Zukunft mal über die Personenfreizügigkeit abstimmt, dass wir jetzt quasi, ich sage jetzt mal, ein Dach über das Ganze machen mit so einem Rahmenvertrag und dann ein stützender Träger, nämlich die Personenfreizügigkeit, unter Umständen wegbricht. Also dann bricht das ganze Haus zusammen, wo man dann jetzt nach so und so vielen Jahren bauen würde. Gut, jetzt kommen wir sowieso vermutlich auch das nächste Thema über, oder? Weil die Problematik ist natürlich jetzt schon, dass uns die EU in ganz vielen Bereichen zu einem kompletten Drittland macht, ob schon wir eigentlich Verträge haben und Personenfreizügigkeit haben. Also ganz konkretes Beispiel, oder? Wir sind eigentlich ein Land, das Personenfreizügigkeit, das einzige Land außerhalb der EU, das hat. Aber in den Forschungsabkommen ist es nicht mehr so, dass wir eigentlich irgendeinen Partner haben, der besser gestellt ist als irgendein Drittstaat. Oder? Das ist das Problem, das wir jetzt echt reinstecken. Ob schon wir ein Forschungsabkommen haben als Vertrag und ob schon wir eine Personenfreizügigkeit haben. Also die Frage ist natürlich auch, ist die EU bereit, den Status zu anerkennen, dass man das hat? Und auch wenn man jetzt über die 8-Tage-Regel streitet, im Endeffekt funktioniert es relativ gut. Wir sehen, wie viele Leute das von der EU in die Schweiz kommen, oder wie viele von der Schweiz in die EU hineingehen arbeiten. Also das unterschätzen wir immer. Wir haben immer etwa 300.000 bis 400.000 Leute, die aus der Schweiz in die EU reisen und dort ein paar Tage irgendetwas arbeiten. Sei es als Consultant oder als Installateur. Das gibt es ja auch. Wir machen ganz viel in der EU. Oder? Das heisst, das funktioniert ja eigentlich relativ gut. Das tut man mit der 8-Tage-Regel Diskussion immer ein falsch anschauen. Das ist nur eine einseitige Geschichte. Ja, und vor allem, es funktioniert mit der 8-Tage-Regel gut, muss man ehrlicherweise sagen. Vielleicht nicht so, wie das Polen oder die Ungarn wollen, aber es funktioniert relativ gut. Aber wenn man dann sagt, nein, das ist wie nichts, oder? Nur weil man mit einem Punkt nicht einverstanden von der EU, oder? Dann ist man ein Sandkastenspiel. Und das ist nicht so, weil die Schweiz ist bedeutend besser integriert als Israel. Wir haben das Forschungsabkommen. Also kann man auch erwarten, dass man nicht auf die gleiche Stufe gesetzt wird wie Israel. Das kann man, glaube ich, einfach erwarten. Und wenn man das ab von Anfang an macht, dann ist das mindestens nicht friendly, oder? Ich will nicht sagen, es ist gerade unfriendly, aber es ist sicher nicht friendly, oder? Gut, also nicht friendly, wenn wir gerade bei dem bleiben, oder? Ist ja auch der Entscheid, der jetzt da gekommen ist vom Ständerat, ja, die Ostmilliarden, ja, aber. Also
ihr kriegt zwar das Geld, aber tun euch dann jetzt böse gesagt, salopp gesagt, nicht auch noch piesacken, oder? Ist das jetzt ein bisschen mehr? Also nützt das überhaupt etwas? Das kommt davon, wem und für was. Also wahrscheinlich der inneren Befindlichkeit nützt. Also man muss ja sehen, das ist ein Kompromiss, oder? Ein Nein wäre zu brüskieren gewesen. Ein Nein ist nicht zur Diskussion gestanden, sondern es hat einfach. Oder ist? Nein, ich weiß gar nicht. Niemand ist fürs Nein. Und ein Ja hätte man am Wolken können aber verklären, aber es hat die ursprüngliche Variante, der ursprüngliche Ding war, Nein, und respektive Ja, aber. Und das Aber wäre schärfer formuliert gewesen. Oder? Das wäre zu riskierend. Ja, und jetzt haben wir ein kleines Aber, das dann der Rudi Noser ins Spiel gebracht hat. Und dann haben wir gesagt, ja gut. Sagen wir jetzt Ja da dazu. Ich persönlich hätte so nach dem Motto, nicht gemacht, nützt nichts, so schadet es nicht. So tönt es jetzt ein bisschen. Sagen Sie mal so, nützt nichts, so schadet es nicht wahnsinnig viel. Also Rudi Noser, Sie haben den ins Spiel gebracht. Also, den, ich sage jetzt mal, Ja, aber leid. Nicht formulierbar, ist relativ simpel. Das heisst auch, wenn man sich an die Verträge hält, zahlt man sie. Also wenn sich B-Zeit an die Verträge hält, zahlt man es. Und ich glaube, das muss man mehr hindern. Vor dem Hintergrund verstehst du, dass wir nicht so genau wussten, was jetzt im Dezember alles passiert. Und wir mussten im November das Geschäft behandeln. Oder? Ich glaube, im Januar, also im März, in der März-Session, hätte man Ja oder Nein sagen und das Aber hätte es nicht gebraucht. Oder? Mhm. Und wir sind ein Zweikammersystem. Also das Aber geht jetzt in den Nationalrat über und das kommt im Frühling dann wieder zu uns, so wenn ich das vermute. Und dann müssen wir dann schauen, wie weit ist das Aber da. Wenn ich jetzt schaue, wie die EU reagiert, auf den Entscheid vom Bundesrat, dann muss ich ehrlicherweise sagen, die reagieren nicht so unvernünftig. Also hätte man auch vermutlich das Aber nicht unbedingt reinschreiben müssen. Aber das hast du einfach nicht gewusst im November. Und das ist, glaube ich, wie wir verhandeln, ist einfach dumm, wenn du alles schon auf den Tisch legst und noch nicht weißt, wie die andere Seite reagiert. Aber das kleine Aber, das wir jetzt drin haben, war sicher nicht brüskierend. Der Jure heisst einfach, wenn er sich an Verträge hält, halte ich mich an Verträge. Und es ist im Inland auch noch gut verkaufen. Zu verkaufen, ja, oder? Muss es war eine gute Balance, die wir da gefunden haben. Da ist aber einstimmig angenommen worden. Es also hätte ich mal eine Gegenstimme zu geben. Es ist relativ einstimmig angenommen worden. Und das, was die APK gemacht hat, mit dem, das ist ein grosses. Also, ich muss aufpassen, ich würde eigentlich nicht das Wort gross brauchen, wenn ich ehrlich wäre, sondern eher nicht das Gescheitste aber gewesen. Weil das war noch mit der institutionellen Frage verknüpft. Die Kohäsionsmilliarden zahlen wir auch nicht in einer Zukunftsentwicklung, sondern das zahlen wir auch für den Reiszustand. Weil wir haben dort, und das muss man den Schweizer auch sagen, wir haben dort einen Marktzutritt, der in der Schweiz dazu führt, dass wir sehr, sehr viel Umsatz machen mit der EU. Und das Geld, das wir in Ausgleich hineinzahlen, was ist das noch? West-Süd, oder? West-Ost hineinzahlen, das macht etwa 0,2% aus von dem Handelsvolumen. Ja, also, sind das ist so grosse Zahl, oder 1,3 Milliarden, da ja, denkst über 10 ja, Jahre. Schlecht, über 10 ja, ja. Jahre. Das heisst, es sind 110, 120 Millionen im Jahr. Und sie müssen nur mal schauen, was Novartis im Jahr in die EU liefert. Oder was Roche im Jahr in die EU liefert. Muss man die Zahlen anschauen. Oder? Und dann stellt man fest, ein unbilliger Marktzutritt, da muss als Schweiz einfach ruhig sein und Ja sagen eigentlich. Gut. Nein gesagt haben wir zum UNO-Migrationspakt. Und zwar gegen den Bundesrat. Eigentlich wäre das in Kompetenz vom Bundesrat. Das Parlament hat gesagt, nein. Würden Sie sagen, das hat auch damit zu tun mit der ganzen Stimmung rund um die Selbstbestimmungsinitiative? Es ist auch ein blöder Zeitpunkt, wo das auch noch gekommen ist. Dass das jetzt so weit gekommen ist und wäre das sonst einfach so schlank durchgegangen? Nein, ich glaube nicht. Die Selbstbestimmungsinitiative hat sicher noch dazu beigetragen. Und es haben dort natürlich auch viele gesagt, sind quasi auf die Migrationspaktgeschichte aufgesprungen und haben gesagt, ja, also den unterschreiben wir nicht. Und es hat nichts, aber hat aber nichts mit der Selbstbestimmungsinitiative. Aber wenn Sie schauen, das ist eine gesamteuropäische Tendenz. Wir sind ja nicht das einzige Land in Europa, das Mühe hat mit dem Migrationspakt. Und ehrlicherweise, also ich werde den Verdacht nicht los, ich sage jetzt das ein bisschen arrogant, aber wenn man ihn gelesen hat, kann man nicht unbedingt dagegen sein. Selbst wenn man, ich sage jetzt mal, sehr konservative Haltungen hat diesbezüglich. Weil im Prinzip, aus meiner Sicht, wir haben 2015 haben wir ein Problem gehabt, mit Flüchtlingsmigrationsproblemen, gigantischen Ausmaßes. Und die Kritik, die gerade auch von uns gekommen ist, in der Schweiz, ist, dass man gesagt hat,
Es kann doch nicht sein, dass jetzt jedes Land für sich entscheidet, sondern das müsste doch eine gesamteuropäische Aufgabe sein, wie wir das Problem bewältigen. Also sind wir nicht zuletzt die, die das auch vorgetrieben haben? Ja, das haben ja alle gesagt. Haben gesagt, warum sind jetzt die in der EU wieder nicht in der Lage und wir würden ja auch mitmachen und so weiter. Dass man sagt, wer geht wohin und wie teilen wir das auf und wie lösen wir das. Und das, was das Migrationspakt will, ist auf eine notabene unverbindliche Art und Weise, gewisse Vorschläge zu machen, die anfangen damit, dass Flüchtlinge, wenn es irgendwie geht, in der Region bleiben. Das also präventiv. Zweitens, wenn es gehen müsste, dass nicht irgendwelche Familien mit Kindern auf abenteuerliche Reisen über das Mittelmeer wo nachher Kinder vertrinken und dann sagen ja dann alle, ui Jesus Gott, wenn irgendein Foto kommt mit einem toten Kind an einem Strand. Aber das ist, produzieren wir natürlich aus heutigem Recht. Das heisst, der Pakt regelt, wie die kommen. Es wird dann geschaut, dass es möglichst kein Sans-Papier hat. Dann wird geschaut, wie kann man das verteilen. Es wird geschaut, wie kann man es wieder zurückbringen. Wie kann man es allenfalls integrieren, falls man da bleiben muss. Das finde ich alles nicht so dumm. Und dass man jetzt einfach kategorisch sagt, wo Migration draufsteht, muss Migration drin sein. Also sagen wir nein. Das finde ich jetzt ein bisschen voreilig. Aber es ist, wie gesagt, nicht nur die Selbstbestimmungsinitiative, sondern eine gesamteuropäische Tendenz, muss ich sagen. Roni Josic hat gesagt, ja, es ist ja unverbindlich. Es ist nicht wie ein Gesetz, wenn wir jetzt hier mitmachen. Was heisst denn das eigentlich also jetzt konkret in der Praxis? Dann? Also wenn man so etwas unterschreibt, dann hält man sich daran oder nur dort, wo es einem dann passt? Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Also was der Ausdruck vom Bundesrat heisst, ist juristisch nicht verbindlich, aber politisch bindend. Das ja, habe ich nicht verstanden, was ich jetzt Jurist bin. Ich verstehe die Aussage nicht. Also entweder, ich einfach gelernt, entweder muss man sich etwas halten, muss man sich etwas nicht halten. Muss man sich nicht etwas halten, muss man es auch nicht unterschreiben. Wenn man sich etwas will halten, kann man es unterschreiben. Also die Formulierung vom Bundesrat, es ist, man muss sich nicht daran halten, aber es ist politisch bindend. Das ist also nicht der gescheitste Satz. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die Leute eigentlich sehr misstrauisch geworden sind, dass der Bundesrat gar nicht gesagt hat, was er mit dem will. Und das Zweite ist natürlich, und ich glaube, das ist auch das Gute jetzt an dem, dass wir jetzt das anfangen zu diskutieren, oder? Ich glaube, das Thema Migration, das wird effektiv nicht richtig diskutiert, oder? Also wir werden die europäische Riesenherausforderung haben von dieser Migration. Das muss man einfach ehrlich sein. Also wenn du selber die Reproduzierungsrate nicht mehr bringst, also wenn du auf 1,4 unten bist, oder? Und brauchst 2,2, oder? Dann stirbst du einfach aus. Langfristig, oder? Und dann musst du ja eigentlich, bist ja darauf angewiesen, dass von außen wieder Leute reinkommen, weil sonst hast du keine Schulhäuser mehr. In Japan gibt es ganze Bezirke, die haben keine Schulhäuser mehr, weil sie einfach keine Kinder mehr haben. Über das muss man schon mal nachdiskutieren. Oder? Also entweder tust du selber die Reproduktionsrate wieder rauf, also wie man die Initiative darüber abstimmt, das müssen wir noch mal diskutieren. Oder du wirst Zuwanderung haben. Und Zuwanderung wird das Bestehende verändern. Das ist auch so, oder? Also wenn einer im Simmental lebt und das Leben lang im Simmental gelebt hat, oder wir haben ja die Tibeter oder im Töstal, oder? Die haben das Töstal verändert. Und heute würde man sagen, zum Positiven verändert. Oder? Aktuell nehmen wir das sehr negativ wahr, aber ich denke, im Töstal sind Tibeter positiv, werden positiv wahrgenommen. Und über das muss man schon mal ehrlich diskutieren, und zwar ganz europäisch. Weil das Einzige, was heute einwandert, wirklich ohne Kontrolle, ist der Wolf. Der kommt nämlich überall. Warum? Weil der Pampas leer wird und die Steppe leer wird, oder? Dann kommt der Wolf rein. Der Bär auch noch. Eben, das muss ich mal überlegen, was eigentlich abgeht. Oder? Du hast heute ganz viele Landstriche, da leben keine Leute mehr. Und da müssen wir schon diskutieren, was will man eigentlich in Europa. Würde dann der Pakt, oder wäre die Migration mit dem Pakt eingeschränkt oder gefördert worden? Weder noch, sondern sie wäre in kontrollierte Bahnen geregelt worden. Was der Rudi Nose gesagt hat, rechtlich nicht verbindlich und politisch verbindlich, das ist erstens mal eben nicht geschickt und zweitens mal nicht richtig. Es gibt nur rechtlich verbindlich oder nicht. Wer sich wie politisch unter Druck fühlt, das muss der Bundesrat selber entscheiden. Also das heißt, aber im Pakt steht klipp und klar, dass jedes Land weiterhin kann definieren, welches seine Migrationsgesetze sind, also wer darf rein und wer nicht, und was legale und illegale Migration ist. Das heisst, im Prinzip kann man
das nach wie vor, kann man das nach wie vor offen behalten. Aber ansonsten teile ich die Meinung. Wir müssen uns überlegen, wie wir mit Migration umgehen. Und ich sage einfach, und ich sage es jetzt ganz hart, aber es ist einfach so. In dem Moment, wo das berühmte Foto kam, ist mit dem Kind, wo am Strand, tot am Strand liegt, haben alle aufgeschraubt und gesagt, Jesus Gott, was passiert denn da? Und ich muss einfach sagen, solange wir die Migrationspolitik haben, die wir jetzt haben, sind wir mitverantwortlich für solche Sachen, für solche Situationen. Weil es gibt keine andere Form, wie eine Mutter mit ihrem 5-jährigen Kind, das auf der Flucht ist, zu uns kommt. Gut, Daniel Josic, Rudi Noser, lassen wir das hier stehen. Ganz herzlichen Dank. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das ist das letzte Sessionskonkret im 2018 mit den beiden Zürcher Ständeräten, Rudi Noser und Daniel Josic. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Mit den neuesten Meldungen aus der Region geht es jetzt weiter im Report. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung. Auf Wiedersehen miteinander. Konkret auf TeleZ ist Ihnen präsentiert worden von Domo Reisen. domo-reisen.ch